Kleiner Pixel. Hallo Welt, was geht ab? Da sind wir zurück im finalen Kampf. Die eigentliche Schwierigkeit liegt aber irgendwie darin, dass das Spiel ständig abstürzt. Das ist jetzt der dritte Versuch der Aufnahme für diese Episode. Und ich habe jetzt einfach mal gegoogelt. Und tatsächlich bin ich nicht der Einzige, bei dem dieses Problem auftritt. Ich habe dann in einem Steam-Forum einen Eintrag gefunden, wo auch jemand das Problem gepostet hat. Und da hat der Entwickler sich gemeldet. Und das war am 8. August 2014. Und er meinte, er fixt das Problem, wenn er wieder von der Gamescom zurück ist. Scheinbar ist er nie wieder von der Gamescom zurückgekommen, denn das Problem besteht, aber ich glaube, ich habe einen kleinen Workaround gefunden, wie man das Ganze ausweichen kann, beziehungsweise wie dieser Crash getriggert wird. Und zwar liegt das an einer Bewegungsfolge, und zwar nämlich genau in diesem Fall, wenn er das hier macht. Wir springen nämlich zurück und dann haben wir immer geblockt. Und springen und dann blocken sorgt dafür, dass das Spiel crasht. Und deswegen werden wir jetzt einfach mal einen anderen Move machen und gucken mal. Wir werden jetzt einfach mal, weiß ich nicht, springen und ducken oder ich weiß nicht, was machen wir denn, Leute? Wir machen erst blocken und dann springen. Können wir mal gucken, was das macht. Achso, das ist natürlich jetzt Schwachsinn. Da habe ich schon wieder viel zu weit gedacht. Bei dem können wir natürlich easy zurückspringen. Es geht nicht um diesen Schlag, sorry. Bin ich schon wieder ganz woanders gewesen. Sondern es geht um diesen Doppelkick. Das ist das Problem. Wahrscheinlich macht er den jetzt auch. Nee, macht er nicht. Okay, hier können wir auch schlagen. Das ist immer dankend, wenn er das macht, weil das ist ein sicherer Treffer. Und hier können wir jetzt einfach blocken. So, das können wir wieder so dodgen. Tja, weiß ich nicht, ob er jetzt vielleicht einen Kick macht oder wir blocken einfach mal. Okay, es wäre egal gewesen, was wir gemacht hätten. Wir hätten wahrscheinlich zurückspringen müssen. Das ist dieser eine kleine Move, den er macht, den ich einfach nicht absehen kann, wann das passiert. Ach, komm schon. Mann! Fuck off. Vor allem, es nervt etwas, dass man jedes Mal diese Dialoge wegskippen muss. Okay, also irgendwas will uns jetzt richtig ärgern. Das kann ja nicht sein. So, und jetzt dürfen wir nicht blocken, weil wenn wir nämlich jetzt blocken, dann haben wir nämlich ein Problem. Das Problem ist nur, was können wir stattdessen machen? Sicherlich nicht viel. Wir können mal versuchen, rückwärts zu springen. Okay. Und da crasht das Spiel auch. Tja, und das war's dann leider nicht. Das Spiel ist mal wieder abgestürzt. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass es bei dieser Trittanimation von Liam der Fall ist. Tja, aber so langsam weiß ich dann nicht mehr, was wir ehrlich gesagt tun sollen. Darauf hoffen, dass irgendwann er diese Folge nicht macht. Das ist natürlich auch zu viel des Guten. Dann immer noch mit der Randomness, dass er das macht. Das macht's nicht leichter. Und ich wünsche mir so sehr einen Tastendruck, einfach um die Dialoge wegzuskippen. Scheiße. Oh Mann. Tja, was jetzt tun? Also blocken bringt das Spiel zum Absturz, rückwärts springen auch. Keine Ahnung, ducken. Da kriegen wir zwar den Schlag ab, aber es scheint irgendwie zumindest dafür zu sorgen, dass wir überleben. Mal gucken, ob das noch einmal klappt oder ob das gerade irgendwie Glück war. So, das müsste jetzt hier hinten alles kaputt machen. Haben wir jetzt nicht dreimal getroffen? Na gut, keine Ahnung. Mann! Also das fuckt mich jetzt dann doch schon etwas ab, vor allem weil halt diese Crash-Gefahr einfach noch gegeben ist und ich keine Ahnung, das ist im wievielten Mal hier versuche. Achso, er blockt die Schläge, okay. Die zählen dann natürlich nicht als direkte Treffer, genauso wie der. Der trifft dann, okay, das wäre dann Nummer 1. Und da sind wir wieder tot. Schön. So, jetzt machen wir einfach wieder ducken, dann kriegen wir das halt ab, aber das Spiel stürzt tatsächlich nicht ab. Also scheinbar hat es was damit zu... Ne, wobei hat es... Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Aber wenn wir so das Ganze stabil halten können, dann ist es ja schon mal nicht verkehrt. Und das ist halt ganz große Scheiße. Macht er das vielleicht immer, nachdem er dieses Rote gemacht hat? Oder bilde ich mir das jetzt nur ein? Können wir vielleicht nochmal drauf achten. So, jetzt wieder ducken. Locken. So, das wäre das jetzt. Wir schlagen und danach ducken wir uns, würde ich sagen. Schlag und jetzt ducken. Okay, also richtig gedacht, aber hat leider nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Dann vielleicht zurückspringen. So, jetzt haben wir die Situation, also wir schlagen und dann springen wir zurück. Irgendwas muss es ja geben, was dem Ganzen ausweicht. Ah, okay, cool. Das sieht nicht schlecht aus. Dann können wir gleich nochmal schlagen. So, jetzt sind wir dann wieder hier angekommen. Das ist ja auch nicht schlecht. Jetzt weiß ich nicht, was wir jetzt am beschlossen tun. Ich würde sagen, wir schlagen einfach mal und das war dann der Fehler. Ach so, natürlich, hat er gerade das Rote gemacht. Ah, super. Na gut, aber so langsam finden wir hier irgendwie unseren Weg durch das Chaos. Okay, dann sind wir auch schon wieder hier. Das ist auch nicht schlecht. So, schlagen und dann rückwärts springen. Das Ganze nochmal. Okay, vielleicht auch nicht. Dann blocken wir das Ganze. Also es ist ja definitiv cool gemacht, ne? Das muss man schon sagen. Ach, fuck, jetzt macht er das auch danach. Vielleicht sollten wir in dem Spot irgendwie immer erstmal rückwärts springen, wenn er das mit seiner Hand macht. Es ist bloß so kräftezehrend, dass man halt die ganze Zeit diese Dialoge wegskippen muss und dann halt das, wie gesagt, diese Absturz-Thematik. Und jetzt scheint das irgendwie dann doch auch irgendwie öfter aufzutreten als erwartet. Also nicht das mit dem Absturz, sondern das mit seiner Hand und den tödlichen fatalen Schlag danach. So, okay, jetzt konzentriere ich mich mal wieder. So. Jetzt hat er das ein paar Mal gemacht, jetzt springen wir einfach mal rückwärts. Okay, das war keine dumme Idee. Und jetzt würde ich sagen, täuschen wir an und schlagen mal zu. Das war eine dumme Idee. Okay, das verstehe ich dann nicht, das habe ich mir noch nicht herleiten können, warum das jetzt passiert. Wahrscheinlich, weil er gerade Bock drauf hat. Und wir ducken uns. Tja, und auch da ist es mal wieder gecrashed und so langsam vergeht mir dann doch die Lust und ich weiß auch nicht, ob das so cool für euch ist. Aber da sitzen wir im selben Boot. Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht, wie lange ich das jetzt hier noch durchziehen soll, denn es ist gerade kein Ende in Sicht, vor allem durch diese Randomness noch in seinem Moveset, die ich noch nicht so ganz durchschaut habe. Wenn man wirklich sagen würde, okay, wir wissen jetzt ganz genau, was wir wann machen müssen, weil er dann nämlich nicht irgendwie tricky noch einen Schlag rausholt und uns killt, dann wäre das ja nicht so das Ding. Das ist jetzt auch so ein Teil, wenn er so ein Ding... Ja, okay, jetzt macht er gleich das, ne? Okay, dann machen wir so. Ich dachte, er macht gleich wieder diese tödliche Sache mit seinem Arm. So, jetzt springen wir rückwärts. Okay, es ist echt total willkürlich irgendwie. Das spricht ja dann für das Spiel. So weit, so gut. Also am Anfang müssen wir dreimal treffen, bis wir hier sind. Wie oft müssen wir jetzt treffen? Einmal.
zweimal. Och, komm schon, ey. So, jetzt nicht vergessen, rückwärts zu springen. Oh nein. Ja, was soll ich sagen? Es ist natürlich erneut passiert und, keine Ahnung, liegt es vielleicht etwa damit zusammen, dass wir dann zu weit hinten sind und dass es da immer abstürzt? Ich glaube tatsächlich, dass es immer nur dort crasht und nicht hier weiter vorne. Die Frage ist nur, wie weit können wir das irgendwie vermeiden, dass wir da hinten landen? Das ist total krank, dass wir da jetzt schon so spielen müssen, dass wir eine gewisse Stelle nicht betreten, weil das Spiel sonst crasht. Aber nützt ja nichts. Ich weiß nicht, ob wir dann irgendwie mal zuschlagen sollten, wenn er uns in die Ecke drängt. Jetzt zum Beispiel. Ich schlage jetzt einfach mal zu. Und das geht nicht. Wir kommen automatisch dahinter. Und wenn wir jetzt noch einmal nach hinten kommen, müsste das Spiel abstürzen. Und das Problem ist, wir müssen jetzt schlagen, denn wenn wir jetzt... Naja, gut, kommen wir ja auch zum Glück. Okay, theoretisch haben wir jetzt auch nochmal eine Möglichkeit, nach hinten zu springen. Das ist so krank. So. Und jetzt müssen wir aber treffen. Sonst haben wir ein Problem. Okay, so weit, so gut. So, das ist jetzt uncool, weil jetzt können wir nämlich schon wieder nicht mehr nach hinten ausweichen. Wir müssen jetzt quasi wieder zuschlagen. Okay, das ist ganz gut. Das ist zum Kotzen. Also scheinbar hat es nichts mit dem Moveset zu tun, sondern tatsächlich mit dem Spot, den wir dann im Level irgendwie treten. Was ich auch noch nicht so ganz rausgefunden habe, was dieses Antäuschen eigentlich mit sich bringt. Also was ist der Vorteil des Antäuschens? Außer, dass wir jetzt draufgehen. Alter, okay. Ich achte jetzt mal genau auf seine Körperhaltung. Also das ist klar, ich meine seine Körperhaltung, wenn er quasi nichts macht. So, jetzt steht er einfach nur da und hat so seine Hand wie ein Handy am Ohr. Keine Ahnung. Natürlich hält er die einfach nur in die Luft, um zu schlagen, aber so sieht's aus. So. Hat er jetzt den Arm unten? Hat er den eben schon unten? Ich bin mir jetzt gar nicht so ganz sicher. Ah, ist es das vielleicht? Der Arm unten. Das ist es tatsächlich, oder? Der Arm unten. Das ist das Zeichen, dass er einen bösen... Na gut, dann muss er den jetzt machen. Und er macht ihn. Okay. Okay. Das heißt, er hat ihn jetzt unten, also müssen wir wieder rückwärts springen. Okay. Unglaublich, wie wir der Sache immer näher kommen. Okay, das ist nicht vorhersehbar, aber das ist auch nicht so schlimm. Doch ist es, weil jetzt wird das Spiel wieder crashen höchstwahrscheinlich. Ah ne, er hat uns nicht nochmal in die Richtung gedrückt, komisch. Macht er den Doppelkick nicht? Und jetzt stürzt das Spiel nicht ab. Okay, das macht's alles nur noch stranger. Es tut zwar gut, immer mehr rauszufinden, wie wir das jetzt hier alles meistern können, aber... Die Gefahr des Crashs. So, jetzt ist der Arm unten. Das heißt, wir müssten eigentlich rückwärts springen. Okay. So, der Arm ist unten, wir springen wieder zurück. Okay, das funzt tatsächlich. Und jetzt können wir wieder schlagen. Wenn er sich nicht ducken würde. Oh nein, jetzt wird er dahinter.
Okay, wahrscheinlich ist es jetzt irgendwie Gerede, was wir noch nicht kennen, aber ich werde das nächste Mal wieder vorlesen, wenn es zum nächsten Mal kommt. Vielleicht jetzt? Nee. So, Arm ist unten. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Ich habe jedes Mal Angst, wenn wir rückwärts gehen, dass es gleich crasht. Was dir nicht gehört, kannst du noch nicht opfern. Das ist einfach Mord. Das ist Krieg. Nenn's doch, wie du willst. Das Einzige, was zählt, ist, was wir erreichen werden. Was ihr erreichen werdet, ist ein Wandel, der auf Unterdrückung fußt. Selbst wenn es euch gelingt, werdet ihr einfach nur die nächste konstellare Föderation. Man kann den Leuten die Veränderung nicht aufzwingen. Man muss ihnen zeigen, warum die Welt eine bessere wäre, wenn alle frei sind. Ha, und ich dachte, ich bin ein Träumer. Die Leute, die sind das eigentliche Problem. Die konstellare Föderation hat die Welten erobert, aber es ist der Mensch, der sie versklavt. Du weißt besser als jeder andere, dass wir alle andere Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Der nächste Schritt ist entweder Vernichtung oder Kapitulation. Und vor einer von Menschen dominierten Welt werde ich nicht kapitulieren. Tanz mit mir. So, Arm ist oben. Oder, weiß nicht, was bedeutet eigentlich, wenn der Arm so ist? Dass er blockt? Ah, wahrscheinlich. Aber egal, wir können ihn damit zumindest einen Tick zurückdrängen. So, ich würde gerne mal wieder einen ordentlichen Treffer landen. Das muss jetzt auch wieder blocken sein. Kann es sein, dass wenn er... Ah, das kann natürlich sein, dass wir dann das Antäuschen machen müssen. Ich weiß nicht, ob wir die Experimente jetzt wagen wollen. Jetzt müssten wir eigentlich treffen, wenn er nicht gerade... Du hast mir mal gesagt, dass es keine Revolution ohne Blutvergießen gibt. Dann ist das die perfekte Entscheidung. Siehst du das nicht, Burden? Okay, das kennen wir dann doch schon mal mit den 4 Milliarden Leben. So, jetzt würde er sich scheinbar... Er würde jetzt blocken, wenn ich das richtig deute. Wir machen das jetzt mal antäuschen. Tja, eben sage ich es noch. Ich habe keine Lust auf Experimente und das hat er noch bestätigt, warum das keine gute Idee war. Verdammt nochmal. Aber warum denn? Das ist jetzt... Ja, das ist wirklich der falsche Moment, sowas zu machen. Okay, dann frage ich mich aber, wann ist der richtige, um anzutäuschen? Was wäre, wenn wir das jetzt machen? Können wir mal ganz kurz noch rumprobieren. Wann macht dieses Antäuschen Sinn? Das ist der Moment, wo er uns sonst tödlich treffen würde. Jetzt, also jetzt können wir ja sowieso einen Treffer landen, ne? Ja, oder auch nicht. Weiß ich nicht, ob das jetzt hier Sinn macht. Ich versuch's mal. Ah! Okay, das Antäuschen, dann kann man durch das Schild, durch sein Schild drängen. Das ist ja nicht verkehrt. So, das heißt, jetzt macht er das, dann können wir wieder schlagen. Jetzt müssen wir rückwärts springen. Rückwärts springen, also eigentlich läuft er nur zurück. So, jetzt wieder schlagen. Und jetzt können wir antäuschen. Nice, nice. Schlagen. Du ahnst es nicht. Du hast den Titel Legende wirklich verdient. Wie konntest du? Du bist ein viel besserer Kämpfer als ich. Ich habe nur gewonnen, weil ich schon 1 Million Mal mit dir gekämpft habe. Und heute habe ich dich zum allerersten Mal geschlagen. Du sagst andauernd solche Sachen, aber ich kapier's irgendwie nicht. Ich kapier's auch nicht. Aber wenn ich sterbe, wache ich jedes Mal in einer Wüste wieder auf und kann mich an nichts mehr erinnern. Der einzige Moment, in dem ich wirklich weiß, wer ich bin, ist hier, im Weltraum. Und ich frage mich, warum mache ich mich jedes verfluchte Mal von neuem auf die Jagd nach dir, Liam? Haben die Götter dabei die Hand im Spiel? Erlauben sie sich einen Spaß mit uns? Burden. Ich hatte gehofft, wenn ich dich schlagen würde, wenn ich diese üble Welt wenigstens ein einziges Mal retten würde, dann würde mir endlich alles klar. Aber nichts ist klar, verdammte Scheiße. Was soll ich denn sonst noch machen, hm? Scheiße. Abraham. Ich verstehe nicht ganz, wovon du sprichst. Aber wenn du wirklich schon 1 Million Mal mit mir gekämpft hast, dann hast du 1 Million Mal mehr von diesem moralischen Dilemma gestanden als ich.
Und da du mich immer aufhältst, egal wie, sollst du wählen. Entscheide dein Schicksal selbst. Zum ersten Mal in den Millionen Leben, die du gelebt hast. Sind meine Ziele denn so falsch? Ist die Rettung von Gactus 7 es wirklich wert, dass die Konsulare Föderation weiter an der Macht bleibt? Oder hätten all die anderen Leben, die du jedes Mal preisgibst, wenn du mich aufhältst, eine faire Chance verdient? Weißt du, das ist mir eigentlich egal. Ich bin's leid, dass ich immer derjenige sein soll, der die schweren Entscheidungen trifft. Aber ich mach's. Das ist mein letztes Geschenk an die Menschheit. Ja, was, wie entscheiden wir uns denn jetzt? Also für Everdusks oder für Xenolifer oder gegen? Das ist die Frage. Wie krank. Ich verstehe ja schon irgendwie Liams Argumentation, wenn ich ehrlich bin. Naja, es ist ja nur ein Spiel. Komm, wir sind für Xenolifer. Leb wohl, Liam. Pass gut auf die Welt auf, die ich dir überlasse. Ich hab's ernst gemeint, als ich sagte, ich habe an dich geglaubt. Wow, das ist es. Sehr, sehr cool. Also das Spiel punktet ja nicht nur durch sein sehr geiles Art-Design, sondern vor allem durch die Story, finde ich. Gut, die Schwierigkeiten, die wir in dem ein oder anderen Level hatten, seien mal vergessen. Ich weiß nicht, tatsächlich, wenn wir jetzt neu anfangen würden, ich habe das Gefühl, wir würden uns vor allem durch die ersten Level mittlerweile besser schlagen. Denn rückblickend sind wir durch die letzten dann doch irgendwie besser durchgekommen. Irgendwie mit mehr System. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Am Anfang dachte ich wirklich noch sehr viel Willkür. Ich glaube, so viel Willkür ist es dann vielleicht doch nicht. Aber klar, das ist halt mal eine neue Spielerfahrung gewesen und es ist, man wird hier halt knallhart bestraft, wenn man mal was falsch macht. Keine Ahnung. Ich finde es aber sehr schön, dass wir das Ganze jetzt doch noch zum Ende gebracht haben und vor allem zum Ende bringen konnten, denn das letzte Level war jetzt durch seine Crashs echt nochmal eine derbe Herausforderung. So richtig weiß ich immer noch nicht ganz, wie dieser Crash getriggert wird, aber egal. Denn wir sehen jetzt die Credits, wir haben es geschafft. Und tja, ob wir uns richtig entschieden haben, weiß ich nicht. Das muss jeder für sich selbst wahrscheinlich wissen. Ich glaube, in dem Fall gibt es mal wieder kein wirkliches Richtig und kein richtiges Falsch. Kein Falsch, ihr wisst, was ich meine. Aber sehr nice. Mal gucken, vielleicht werde ich es irgendwie offscreen nochmal in einem schwereren Modus dann spielen. Aber erst, wenn der Fehler gefixt ist. Ja, an dieser Stelle mal wieder ein dickes Danke fürs Zugucken. Und dann sehen und hören wir uns hoffentlich bei einem der nächsten Projekte auf meinem Kanal wieder. Bis dahin, kenne deine Pixel.